Jo, hallo Leute und herzlich willkommen hier zu NPBL Season 5, Spieltag Nummer 5. Das ist eine Schnapszahl, 55. Das heißt also, falls ihr noch nichts getrunken habt, ihr müsst jetzt unbedingt was trinken. Meine Damen und Herren, heute geht's ran gegen Rex, gegen Warrior eSport. Und ich habe das ja schon gestern im Teambuilding, wer es nicht gesehen hat, Link dazu in der Videobeschreibung, erzählt gehabt, dass das ein sehr toughes Matchup war für mich. Ich hatte echt kaum irgendwie Strategien gefunden, die ich gegen ihn irgendwie fahren kann und so weiter, bis ich mich dazu entschieden habe, einfach Full Attack reinzugehen, einfach alles in Attack reinzusetzen und ihn hoffentlich irgendwie damit zu brechen oder so. Wir werden sehen, ob es heute halt eben so läuft. Ich habe ja sogar den Kalk an der Seite offen, einfach weil ich mir diesmal nicht so viele Notizen machen konnte beim Teambuilding, einfach für den Fall, dass ich es brauche. Also ich lasse ihn auch gar nicht lange warten oder so, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin derjenige, auf den sie alle warten müssen und so. Pokémon werden ausgewählt, ich bin gespannt, was er dabei hat. Mal gucken, ob es auch wirklich das ist, womit ich gerechnet habe. Ich sehe hier kein Brokkolos. Ich sehe kein Brokkolos. Und ich sehe auch keine Strategie mit... Ich sehe auch keine Strategie mit Kurelei plus, was ich gesagt habe, mit Giga Drain und so weiter. Ich sehe aber vielleicht eine Möglichkeit, dass er Arctos hier in Szene setzt, gemeinsam mit Velia. Mir gefällt es nicht, dass er Volcarona mit dabei hat. Das finde ich ganz schön unangenehm, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, ich glaube, ich kann diese Strategie sogar fahren, einfach mit Cavera und Swiper. Übrigens, wer hier das Naming-Theme und so weiter versteht, Alter, der bekommt bestimmt einen Keks von mir, ganz sicher. Ja, was machen wir denn? Mein Plan war es ja eigentlich, die beiden hier zu leaden und so. Finde ich krass, der hat keinen Sandsturm mit dabei. Swiper ist aber nicht mehr so cool, wenn Apokalypse und so weiter da ist. Wobei, eigentlich schon, ganz ehrlich. Ich glaube, die beiden kann ich immer noch leaden. Ich wollte ja meinen Plan wirklich durchziehen, ne? Also muss ich das ja machen. Mit Mirak halt er dazu und Batman mit dazu. Er hat kein Olangar dabei, Moment. Ich kann Sly Cooper sogar benutzen, ne? Beziehungsweise Daredevil kann ich sogar benutzen, theoretisch. Wobei ich eher Sly Cooper benutzen möchte, weil da sitzt immer noch ein Kurelei. Ja, vielleicht was fürs zweite Match oder so, ne? Wenn ich irgendwie sehe, okay... Ja, gefällt mir überhaupt Batman hier? Ich glaube, der gefällt mir gar nicht so sehr, ne? Wie wär's, wenn ich einfach Sly Cooper mitnehme? Das ist jetzt ein bisschen entgegen dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich glaube, das kann ich sogar machen. Ich nehme mein Beware mit. Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Aber damit kann ich leben. Turbo ist nicht so schlecht, weil es halt das schnellste Pokémon sein sollte auf dem Feld. Ansonsten, ich glaube, es ist in Ordnung, wenn ich Beware mitnehme. Das sollte auch das schnellste Pokémon auf dem Feld sein. Alter, Rex, mein Freund, ne? Herr Van der Pfaffen und so. Herr Van der Pfaffen, was habe ich gerade gesagt? Egal. Mal gucken, ob er Eissplitter, Vidia, Weakness Policy oder sowas spielt. Wäre auch lustig. Das ist sogar Skynet, das ist sogar Arctos. Und das ist ein Stalobor. Aber damit bin ich auch fein. Bin ich damit fein? Was, wenn er jetzt wirklich Focus Sash da drauf spielt? So, das Ding ist, er hat auf jeden Fall... Der Bedroher kommt raus, okay. Das Ding ist halt eben, er hat auf jeden Fall... Vielleicht den Sash drauf. Habe ich ja auch schon im Teambuilding gesagt. Vielleicht hat er den Sash nämlich jetzt hier auf ihm drauf. Er hätte auf jeden Fall keinen Mogli, den er jetzt hier einsetzen kann. Eissplitter gegen Elfun, aber wir haben ja eh den Sash da drauf. Ich Dynamaxe, glaube ich, sofort. Er könnte jetzt auch auf... Nee, ich gehe auf deiner Brand einfach und nehme ihn halt eben raus. Weil er sitzt auf minus 1, darf ich nicht vergessen, ne? Ich habe halt einfach nur keine Lust, dass der jetzt hier auf deiner Wall halt eben geht. Wobei, davon habe ich, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich... Also, es ist mir eigentlich relativ egal, wenn er das halt eben drückt. Und hier gehe ich auf Schutzschild oder Sonntag. Soll ich schon direkt die Sonne holen? Ja, weil mit Sonntag werde ich ihn auf jeden Fall damit one-shotten. Ja, mit Sonntag werde ich ihn auf jeden Fall one-shotten. Die Sache ist, er kann nämlich auf Arctos Full Speed Death spielen. Full HP, Full Speed Death drauf spielen. Und dann würde das nicht mehr ausreichen. Wenn er Assault West spielt, ist sowieso was anderes. Wenn er jetzt Full Speed Death gehen würde mit Assault West, kriege ich ihn, glaube ich, sogar durch die Sonne halt eben nicht. Bin mal gespannt, was jetzt passiert hier. Überbrückung wurde mir erzählt gehabt, ist keine Fähigkeit, die einfach die Attacken, die Fähigkeiten negiert und so weiter. Ich habe das verwechselt mit dieser Fähigkeit von Weezing. Mal gucken, was jetzt kommt. Genau, Sonntag kommt erstmal raus, da freut sich halt eben mein Arcani drüber. Der dachte sich jetzt wahrscheinlich so, oh, der denkt bestimmt hier wegen Sandsturm, hat der Marcel das hier mit dabei gesetzt. Weiter. Geofissur, er macht das, was... Der ist so geil, Rex ist so geil. Das denkt er nicht, Rex. Oh Mann, ey, oh Mann. Du bist so bekloppt, Rex. Ist der Scarf? Der muss doch Scarf sein sogar, oder nicht? Scarf-Geofissur ist das doch. Oder? Weil der war doch schneller als ich. Oh nein, gleich trifft der. Okay, ich setze Trugträne auf Corona ein, damit der auf jeden Fall stirbt daran. Weil ich glaube, er setzt jetzt Wutpulver halt eben ein. Kann ich mir vorstellen. Ja, Wutpulver kommt raus. Damit müsste das Volcarona auf jeden Fall down sein, außer er ist halt eben gesasht. Du bist so bekloppt. Jetzt kommt Geofissur, pass auf. So, Trugträne kommt raus, damit müsste das Volcarona auf jeden Fall down sein. Nein, mach es nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott, du machst mich verrückt, Rex. Was macht der denn? Der macht mich bekloppt und? Der hat einen Sash drauf. Rex, calm down. Bitte calm down. Okay, und jetzt kann ich sogar deiner Flora einsetzen, um auf jeden Fall
das Grassy Terrain, glaube ich, rauszubekommen für mich. Oder will ich das machen? Ne, ich gehe eher auf das, ja, genau, ich gehe eher auf das Stahlobor. Falls ich das überhaupt rausbekomme. Weil er hat keinen Sash mehr da drauf. Und gehe hier auf Schutzschild, damit er nicht Geofissur gegen mich einsetzen kann. Ich glaube, so mache ich das, ja. Du bist so bekloppt. Er hat kein... Ah, ne, wobei, was kommt vorher? Wutpulver oder Schutzschild? Schutzschild oder nicht? Ja klar, muss doch vorher kommen. Er setzt Schutzschild selber ein. Perfekt! Perfekt, ich bin auf das Rabigato... ich bin auf das Stahlobor gegangen. Ja, perfekt. So, ich hab mich eh geschützt und so. Genau, jawohl, so ist es. Und der sollte jetzt down sein, weil er hat eben keinen Sash mehr. Wie geil ist der denn drauf, ey? Das ist ja zu göttlich. Es tut mir schon so ein bisschen leid, muss ich gestehen, dass er da jetzt nicht getroffen hat mit Geofissur. Ich wäre wahrscheinlich komplett ausgetickt, wenn er getroffen hätte. Auf jeden Fall. Aber ich appreciate das, dass er das gegen mich spielt. Und jetzt tut es mir so ein bisschen leid, dass ich das nicht gegen ihn spiele. Ich meine, ich habe keine K.O.-Attacke, aber normalerweise bin ich ja der Typ dafür, der immer sowas an dem spielt. So, pass auf. Jetzt drücke ich Trugträne auf das Vilie, um mit Akani dann das Vilie rauszunehmen. Feuersturm oder Flammenwurf? Ich kalke meinen ganz kurz was. Das kalke ich jetzt. Ne, die Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Die raube ich mir. So, pass auf. Wir sind in der Sonne. Der ist auf minus 2. Ne, ich bin nicht mehr Dynamax, Pokémon. Oh, Flamethrower kann killen. Dann drücke ich Feuersturm. Er drückt auch die ganze Zeit Geofissur. Ich will jetzt kein Arschloch sein. Komm, er drückt auch die ganze Zeit Geofissur. Also drücke ich jetzt auf Feuersturm. Come on, mal gucken. Er Dynamax jetzt. Ist das sein Volcarona? Ich weiß jetzt gerade nicht. So ein Jubel... Oder nee, was ist das nochmal? Luxusball müsste das, glaube ich, sein. Oder sowas habe ich jetzt bei keinem Pokémon irgendwie gesehen. Oh, Vilie. Ja, okay, dann ist es doch gut, dass ich auf Fire Blast gegangen bin. Er trägt halt Geofissur. Vielleicht sollte ich doch mein Regidrago mitnehmen. Einfach, weil das Regidrago komplett komisch ist. So, Wutpulver, okay. Gut gemacht an der Stelle. Damit nimmt er auf jeden Fall meinen Arcani halt eben draus. Er bringt damit auch die Sonne halt eben draus. Aber ich glaube, ich sollte den down... Ach nee, ist ja ein Gras-Pokémon. Umso besser, ich habe ja nur spezielle Attacker dabei. Ach ja, Wupulver macht ja gar nichts auf Gras-Pokémon. Ich treffe sogar. Das ist natürlich ein bisschen blöd für Rex jetzt, dass ich getroffen habe, weil er hat... Oh, for great. weil er gerade eben die ganze Geofissur gemisst hat. Wobei, die Chance, dass ich treffe, ist höher, als wenn er selber halt eben trifft. So, der sollte mich jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Also das Vilie ist auf jeden Fall stark genug, klar. Dass er Vilie gegen mich halt eben Dynamax. Das regt mich so auf, Alter. Weil Vilie ist mein absolutes Hass-Pokémon. Nee, warte mal, er ist doch jetzt auf Spedef plus 2. Aber es bringt ihm auch nichts. Nee, weil ich halt Trugtrainer jetzt nochmal einfach drücken kann. Ist okay. Wem gönne ich denn eigentlich den Kill? Nee, ich kann jetzt nicht Costoso nach vorne schicken. Klar, weil der jetzt auf minus 2 halt eben sitzt. Dann setze ich auf jeden Fall Mirag ein und drücke Psychokinese. Killt das überhaupt? Moment. Killt das denn überhaupt? Azelf? Ich glaube, das killt nämlich nicht. Nee, Psychic killt nicht. Was machen wir denn? Ich könnte Sly Cooper jetzt erstmal reinschicken. Um vielleicht erstmal mit Draining... Nee, das Drain Punch macht kaum Schaden. Oh, oh. Das ist vielleicht doch nicht mehr so eine coole Situation, wenn ich ganz ehrlich bin. Bin ich doch nicht mehr so wirklich Fan von. Feuersturm kann ich jetzt natürlich obviously nicht mehr einsetzen. Aber ich drücke jetzt die Psychokinese auf ihn. Und gehe hier auf Trugträne. Oder Sonnentag. Aber nee, dann bleibt er jetzt auf deiner Brocken. Weil ich möchte nicht, dass er seinen Spedef Booster den hat. Oder gehe ich hier auf Trugträne? Was ist jetzt schlauer? Sonntag? Weil damit würde ich halt eben seinen Spedef wieder zurückholen. Trugträne würde jetzt aber auch kommen. Warte mal, was ist jetzt er sitzt sowieso auf minus 2. Da kann ich jetzt auch doch Sonntag einsetzen, oder nicht? Warte mal. Wie viel Schaden mache ich denn überhaupt mit Tobitz dann, wenn die Sonne halt eben da ist? Mehr. Ich mache auf jeden Fall mehr. Dann drücke ich... Nee, warte... Na, ich kann nicht Fireblast drücken. Dann gehe ich einfach auf Trugträne. Ich kann jetzt nicht Fireblast drücken, weil dann misse ich halt. Das kann ich auch nicht machen. Wenn ich misse und so weiter, dann habe ich halt ein Riesenproblem. Nein, das kann ich nicht eingehen. So, dann ist es halt eben so. Mal gucken, wie viel Schaden wir machen. Ja, habe ich auch schon fast so ein bisschen mit gerechnet. Und jetzt sollte eigentlich... Oh, er drückt sogar deiner Flora. Das ist gut von ihm. Weil so, dass ich der Grass Terrain halt eben draus. Mal gucken, ob mein SF das vielleicht sogar überlebt, weil wir sind Spedef. Spedef sage ich schon, wir sind ein bisschen invested, ja. Gut, ich glaube, wir haben nur 20 in HP oder sowas drin. Aber wir überleben das tatsächlich sogar. Das heißt, damit er mich jetzt killt, muss er wahrscheinlich erstmal Deiner Wall oder sowas drücken. Aber pass auf. Ich drücke jetzt nämlich Sonntag, falls er nämlich jetzt Deiner Wall nämlich drückt, dass mich Sandsturm auf jeden Fall nicht killen kann. Smart. Ich glaube, so mache ich das. Ja, ich drücke jetzt Sonntag, falls er nämlich jetzt Deiner Wall drückt. So, pass auf. Psychokinese kommt raus, das nimmt ihn dann halt eben raus. Und ich sterbe nicht, weil ich Sonntag eben einsetze, sodass der Sandsturm mich nicht killen kann. Ja! Yes! Jawoll. Very nice. Und damit sollte ich die erste Runde, glaube ich, gewonnen haben. Mehr wollte ich gar nicht. Jawoll, Alter. Wie gegen Big Relaxo.
Fuck, Alter, ist das geil. Weil wie gegen Big Relaxo, ich wollte nur einen Punkt halt eben holen. Das ist das Wichtigste für mich. Ich wollte nicht hier 2-0 geschlagen rausgehen. Geil. Mhm. Er wird auch geheilt, aber es bringt ihn halt eben kaum mehr was. Weil er jetzt halt sowieso auch klein ist und wir sowieso schneller sind, ihn dann halt eben damit rausnehmen. Und Tobot sollte damit eigentlich sogar einen Kill bekommen. So, Psychokinese bleiben wir bei. Und hier, keine Ahnung, Mondgewalt, falls er das überleben sollte. Ja. Ich glaube zwar nicht, aber, ne, ja. Er drückt sogar Schutz. Mann, warum? Meinst du, du überlebst das oder was? Meinst du ernsthaft, du überlebst das? Du bist auf minus 4 mittlerweile. Warum tust du das? Meinst du, du überlebst das? Da hilft dir auch deine Heilung nicht mit Grassy Terrain. Ey, wenn der jetzt nochmal auf Schutzschild drückt, Hemdela-Hella, Alter. Ich spuck dir ins Frühstück. Mach das jetzt nicht, Freundchen. Wenn du jetzt nochmal auf Schutzschild gehst, mein Freund. Ey. Ich wollte schon sagen, ey. Er ist auf minus 4, come on. Ja, der muss droppen. Eine Runde geholt. Yes, Rex. Ciao, Bella. War aber eine ganz gute Runde von dir auf jeden Fall. Geil. Erstes Match 3-0 für mich. Hätte er eine Geofissur getroffen, ich wäre dann, Alter. Ich wäre sowas von weg gewesen. So, er muss jetzt eigentlich reagieren. So, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auf jeden Fall leadet mit Vilie. Die Sache ist halt, ich krieg Vilie nicht down mit einer Dynamax. Was mache ich denn mit einer Dynamax von... Ah, mein Azelf macht da auch nicht so viel Schaden. Ich habe halt überlegt, vielleicht Azelf zu Dynamaxen. Was mache ich denn mit Gengar, wenn ich den Dynamaxe? Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich könnte Gengar Dynamaxen, Trugträne mit Vilie. Trugträne mit Vilie einsetzen. Ich habe kein Vilie im Team. Ich könnte Trugträne mit Elfhund nämlich einsetzen. Und ihn mit G-Max Gengar. Weiß ich nicht. Nicht in Schach halten, aber Schaden halt machen, ne? Aber was, wenn er einfach wieder mit Arctos leadet? Weil Arctos nimmt auf jeden Fall Batman dann wieder raus. Er könnte nämlich jetzt, ich glaube nämlich, was ich mir vorstellen kann, ist jetzt kommt Volcarona mit Vilie. Kann ich mir vorstellen. Was mache ich denn dagegen? Habe ich nicht so viel zu melden, oder? Oh, Volcarona tankt sehr viel. Ich könnte auch einfach mit Sly Cooper leaden, ne? Guck mal, wie... Ey, ich glaube mein Beware sieht gar nicht mal so schlecht aus. Mit Swiper gemeinsam. Nicht mit Swiper gemeinsam, sondern mit Batman. Den könnte ich sogar wirklich G-Maxen. Swiper in the back theoretisch halten, weil der ist auch schnell. Und mit Turbots in the back halten. Alter, was ist das denn bitte dann? Was sind das für 4 Pokémon, Alter? Was habe ich hier gerade rausgeholt? Das ist ja die offensive Gen 100. Was mache ich denn hier? Was würde denn passieren, wenn ich jetzt die beiden Pokémon verliere und Apokalypt dabei hat, ne? Dann verliere ich, glaube ich, weil Solarstrahl kriege ich nicht raus. Vielleicht sollte ich ihn hier nicht mitnehmen. Elfhuhn in the back halten? Soll ich meinen Daredevil mitnehmen? Nee, ich muss Swiper, glaube ich, mitnehmen. Aber was bringt denn der mir? Oder kann... Ah! Was mache ich? Scheiße! Ah, doofe Situation. So, Sonnenbeam kann ich nicht einfach drücken. Das ist Apokalypt nämlich raus. Ich hab keinen Sonntag. Ha. Ja, komm. Dann supporte ich halt eben... Ich hab ja immer noch Azelf dann sozusagen in the back. Und vielleicht, wenn das erste Pokémon stirbt, kann ich Elfhund erstmal rausschicken, damit ich dann nochmal Trugtrainer einsetzen kann, damit dann, wenn mein Turbo-Zeit halt eben rauskommt, den Rest machen kann. Ich weiß es nicht. Ist doch eine Idee. Mehr als eine Idee kann ich doch sowieso nicht haben. Mal gucken. Ich glaube nämlich, jetzt kommt Volcarona plus Vilie, hätte ich jetzt gesagt. Mal gucken, was kommt. Claptrap. Claptrap kommt. Vilie und Comfy. Nein. Nein. Mein Costurso. Aber ist cool für meinen Gengar. Pass auf, ich werde meinen Gengar auch wirklich Dynamaxen. Das mache ich auch. Pass auf. Hier setze ich nämlich jetzt ein Eisenschädel. Was, wenn er Weakness Policy hat? Kann er die Weakness Policy mit Claptrap? Nein, kann er nicht, oder? Was soll er denn machen? Pollenknödel? Ist das sehr effektiv? Nee. Ach, pff. Damit heilt er sich doch, Marcel. Ich könnte jetzt einfach das Vilie fokussen. Giga-Spuksperre einsetzen gegen ihn. Was, wenn er Dyna Walled jetzt? Das kann er doch auch nicht machen. Pass auf, dann gehe ich jetzt hier auf Eisenschädel erstmal auf das Kurelei und guck mal, ob er eine Barberry Berry halt eben hat. Und gehe auf Dyna Giftschwall auch auf ihn, weil ich damit meinen Special Attack hochsetze. Ich glaube, alles, was mir das Vilie entgegenwirft, kann ich, glaube ich, tanken. I guess? Mal gucken, was er jetzt macht. Wir sehen zum allerersten Mal G-Max Gengar übrigens. Das ist auch vielleicht ganz cool. Ich hätte auch vielleicht einen Elfen rausgehen können. Ja, stimmt, weil Vilie und so, die können nicht so viel gegen Elfen machen. Egal, G-Max Gengar, here we go. Komm aus deinem Löchlein. Schön, dich hier zu sehen. Special Attack kann ich, glaube ich, gar nicht boosten. Ne? Ist auch eine Gift. Nevermind. Ich habe nichts gesagt. Alles egal. G-Max Gengar macht das auf jeden Fall. Jetzt kommt Vilie wahrscheinlich hier. Jawohl, das ist Vilie. Außer er hat auch sein Comfy in Luxusball halt eben drin. Hey, vielleicht doch das Vilie.
targeten sollen mit Eisenschädel. Ich bin erstmal ein Eisenschädel hier gelockt. Ich weiß gar nicht, was das Video groß gegen mein Costoso machen kann. Das hat kein gutes Bedef, darf ich nicht vergessen, ne? Und der drückt jetzt wahrscheinlich irgendwie, was hat er wohl? Solar Beam als Attacke und das kommt jetzt als D-Max-Attacke. Vielleicht überlebt das ja doch mein Bärchen. Wer weiß das schon? So, Berry, na, mach mich glücklich. Seitentausch, ach, nehme ich auch mit. Ist auch okay. Ja, ist okay. Ja, weil, okay, dann habe ich dich ja doch gedoubled. So, Eisenschädel in Vilie. Jetzt kommt wahrscheinlich Weakness Policy. Natürlich. Aber er ist langsam. Er ist langsam. Der Turbo sollte sich schon um ihn kümmern können, gemeinsam mit Elfun. Deiner Giftschwall kommt raus. Mal gucken, was wir damit halt eben machen. Das ist nicht viel Schaden. Das ist erschreckend wenig Schaden. Das ist echt uncooler Schaden. Meine Costoso, dass da der Spezialangriff halt eben steigt, das ist mir auch scheißegal. Aber vielleicht überlebe ich ja einen Angriff von Vilie. Auf plus 2, deiner Erdstoß überlebe ich nicht. Vergiss es. Nein, tschüss. Das war meine Dynamax-Runde. Ich glaube, ich schicke Elfu nach vorne. Oh Mann. Und die Spedef steigt bei Comfy beispielsweise. Oh oh, oh oh. Vielleicht ist der Chip auf Video ganz cool. Wir haben gut Schaden mit Eisenschädel gemacht. Ja, er kann meinetwegen nochmal Seitentausch, glaube ich, sogar einsetzen. Ich gehe jetzt, glaube ich, hier in Kavea, damit ich das so ein bisschen vorbereiten kann für meinen Turbutz. Heißt, so ein bisschen Arbeit machen für Turbutz, weil der noch in the back ist und der jetzt sich gerade auf plus 1 halt eben hochgesetzt hat. So, auf Eisenschädel muss ich jetzt bleiben. Ich bleibe aber auf dem Slot von Vili auf jeden Fall. Die Sache ist jetzt, drücke ich Druckträne? Doch, klar. Ist mir egal, was da tatsächlich dann vorne steht. Irgendwas wird auf minus 1 gesetzt, weil ich glaube nicht, dass er hier auf deiner Erdstoß halt eben bleibt. Aber dann eher auf die Seite, falls er drin bleibt. Ja, ist eigentlich egal, was für ein Pokémon ich da targete. Turbutz muss irgendein Pokémon erstmal irgendwie ersetzt, kein Seitentausch übrigens sein. Aber es ist, wie gesagt, in Ordnung, weil mein Turbutz kriegt dann das Comfy besser klein. Ja, ich glaube, so ist das in Ordnung. Mal gucken, auf was er halt ihm auch hier gleich geht. Oh Gott, ey. Der nimmt jetzt irgendwas von mir wieder raus. Er setzt Zugabe ein. Aber das ist auch okay. Druckträne will ich sowieso draufbleiben. Okay, okay. Ich kann jetzt leider kein Moonblast irgendwie machen, falls ich noch irgendwie so Last Resort sozusagen habe. So, deiner Brocken kommt raus. Aber das nimmt doch nicht mein Costoso raus. Oder ist doch resisted. Was macht's? Ach so. Das ist tot. Gut gemacht von Rex. Gut gemacht von Rex. Da war die Zugabe auch relativ nichtig. Und das Vili ist jetzt gleich down. Das heißt, mein Turbutz muss das irgendwie machen. Gucken, ob er das Comfy überhaupt down bekommt. So, Sly Cooper kriegt jetzt ein bisschen Schaden. Ja, wobei das Vili tankt das wahrscheinlich, weil der auf plus 1 sitzt plus Sandsturm. Ich glaube, das tankt er doch. Aber in Kombination mit Costoso nicht. So, die Sache ist jetzt folgende. Drückt er jetzt auf Seitentausch? Ich glaube, der geht jetzt nämlich auf Seitentausch. Oh, oh. Mal gucken. Pass auf. Eisenschädel. Ich bin ja sowieso schneller. Ich gehe auf Claptrap. Ich glaube, jetzt drückt er Ally Switch. Ich muss irgendwie das Vili down bekommen. Ich weiß aber nicht wie. Was ist das Beste? Steinhagel nehmen. Bringt ja nichts. Kann ich ja nicht. Ah. Was ist das Beste? Den kriege ich nicht raus. Der kann immer noch eine Barbary Berry tragen. Ich mache das, glaube ich, so. Muss ich einen Split-Move drücken? Nee, ich drücke Psychokinese, aber auf den Slot von Comfy, weil wenn er nicht drin bleibt, sollte er, glaube ich, trotzdem sterben, weil ich bin immer noch Specs. Wenn er switcht durch Ally Switch, dann ist das, also wenn er switcht durch Ally Switch, ist das Vili down. Wenn er das nicht macht, dann müsste das Comfy down sein, weil er auf minus 1 sitzt. Liege ich mit dieser Annahme richtig? Eisenschädel, killt das! Yes! Okay, der ist schon mal down. Okay, das könnte so gut gewesen sein. Ich bin gelockt auf Eisenschädel. Ist das so gut? Ich weiß es nicht. Bitterkuss kommt raus. Das ist natürlich echt. Du Rex, Alter. Ich finde das so geil, was er hier gegen mich spielt, Alter. Das ist einfach so mit eigenen Waffen schlagen. Psychokinese, mal gucken. Der ist auf minus 1. Oha! Yes! Und je nachdem, was er in der Bag hat, muss ich hoffen, dass Sly Cooper hier auf jeden Fall durchkommt. Durch die Verwirrung. Ich bin gelockt auf Psychokinese und in Eisenschädel. Ich habe 2 Lock-Moves drin. Was hat er für Pokémon noch mit dabei? Unicron, was ist Unicron? Nein! Ist das schlimm? Was hat er noch mit dabei? Das ist kacke. Der hat beide Pokémon mit dabei, die das alles resisten. Was ist die beste Wahl jetzt meiner Seite? Ich muss das Unicron rausbekommen. Psychokinese. Den kriege ich aber nicht down, ist halt das Problem. Ist, glaube ich, mein Best Bet. Ich muss das Aquafolip irgendwie rausbekommen. Ah, wenn er jetzt Will-O-Wisp einsetzt gegen mein Beware beispielsweise. Und ich muss durch die Verwirrung durchkommen, ist auch wieder so eine Sache. Oh no, ich glaube, das zweite hat der Hornbohrer! komm durch! Oha, oha! Oha, das macht gar keinen Schaden. Vielleicht flinscht er ja. Vielleicht. Nee, Tasten. Das ist richtig kacke. Setzt jetzt die Verzweifler ein?
Moment. Ist jetzt nicht Verzweifler? Oha, der Schaden ist ja mal übelst krass. So, Irrlicht kommt raus, damit ist mein Beware erstmal weg. Nee, das hat er gewonnen, weil mit Tobitz überlebt kein Eisenschädel von dem Teil. Ich find's so geil, wie er auch committed bleibt. Er bleibt die ganze Zeit auf den... Oh, ich find's so geil, er bleibt die ganze Zeit hardcore auf den K.O.-Attacken. Das finde ich so nice. Ach ja, und er ist wahrscheinlich auch schneller, weil Sandsturm und so. Ja, ja, das darf ich jetzt auch nicht vergessen. So, aber das Apokalypse kriege ich down, außer er drückt Genesung. Ja, guck mal, genau, Verzweifler, geil. Toll, ne? Ja, komm. Jetzt drückt er wahrscheinlich Schutzschild auf dem Apokalypse. Stirbt er danach nicht durch Sandsturm? Ich weiß nicht. Scheiße. Was ist hier los, Alter? Ihr blutige Bitterkuss, ich krieg das flink. Jetzt geht auch alles hier. Was ist hier los, Alter? Die ganze Welt geht jetzt unter. Konfuschal. Nein. Zwei Pokémon von mir sind verwirrt. Mach nicht sowas. Aber wobei, das eine Pokémon setzt jetzt Verzweifler ein. Da ist es auch scheißegal, ob der trifft auch keine K.O.-Attacke, ne? Der ist jetzt egal. Triff dich bitte selber. Ist sogar, glaube ich, besser. Nein. Das nicht. Greif das Excadrill an. Was ist das hier für ein Bullshit? Komm durch. Come on. Oha. Okay. Bleibt Tastfluch nicht so lange wie das Pokémon, was Tastfluch rausbekommen hat, irgendwie auf Feld bleibt oder so? Wie ist denn das? Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ah, ist eigentlich scheißegal, wir sind verbrannt. Der geht jetzt einfach auf meinen Tobutz. So, Tobutz ist dann down. Dann ist halt One-Shot und zwei Cooper kann gegen Excadrill gar nichts machen. Vergiss es. Ist vorbei. Ich weiß gar nicht, wie lange Sandsturm hier irgendwie noch bleibt. Eine Runde. Nee, kannst halt vergessen. Attacke geblockt. Okay, ich bin immer noch im Zweifel. Ach, Mist, ey. Hornbohrer? Ja, er trifft! Da ist es! Hornbohrer! Da ist es! Geil, Alter. Jetzt habe ich auch einen Videotitel. K.O.-Attacke trifft oder irgendwie sowas. Jetzt habe ich auch meinen Titel. Ach komm, Verzweifler. Wenn er es jetzt ist, er kann jetzt auch tatsächlich Hornbohrer drücken. Weil ich müsste immer noch eine Attacke geblockt haben. Das heißt, ich kill mich dann selber mit Verzweifler. Er kann immer noch auf Hornbohrer bleiben. Und wenn er jetzt trifft Hornbohrer, ist es immer noch geiler. Müsste doch jetzt so sein. Ja. Geh bitte auf Hornbohrer. Mach es viel. Ja. Nein, er trifft nicht. Scheiße, egal. Ich treffe mich jetzt ja selber mit Verzweifler. Es ist ein dummes Match. Tschüss. Holy shit, ey. Da bist du verrückt bei. 1-0 verloren. Ich habe einen Punkt geholt. Und das ist, glaube ich, eins der amüsantesten Matches überhaupt. Er setzt Konfu-Strahl ein, er setzt K.O.-Attacken ein, er setzt Bitterkuss ein. Alter Schwede, ey. Nach dem Video, Alter, da kriegt er erstmal sein Fett weg. Okay, weiter geht's. Was mache ich denn jetzt? Einfach nochmal dasselbe? Ich kann nicht riskieren, dass er wieder in Volcarona reingeht. Nein, ich habe das Team schon. Ja, ich möchte nicht 5 unterschiedliche Teams hier spielen. Pass auf, mache ich das jetzt einfach wieder mit Arcani? Was, wenn er jetzt diesmal mit Video und Volcarona leadet? Also scheiße, ne? Da muss ich, glaube ich, hart rausgehen und mein Kostur so. Oder? Scheiße, was mache ich denn dann? Ich überlege jetzt, Elfun zu gehen, gemeinsam mit Arcani. Wieder das zu machen, was vorhin war. Ich habe jetzt die Panik, dass er jetzt halt das macht. Vorhin ist er geliebt mit Vilio und Kurelei. Vielleicht sollte ich leaden Arcani mit Costoso? Was macht mir Arcani denn? Nee, ich muss irgendwas mit Elfun machen, sonst bringt mir Arcani. Oder ich mache einfach Elfun und Tobutz. Das ist wirklich die Idee, oder? Außer er leadet mit Volcarona. Ich glaube, das kann ich nicht eingehen, dass er mit Volcarona leadet. Sonst nehme ich die beiden jetzt einfach. Das ist auch eine Idee, ne? Rock Slide. Das nimmt das Volcarona auf Sash auf jeden Fall. Plus Dazzling Gleam. Macht dann gegen beide Schaden. Und er kann nur ein Pokémon von uns targeten. Das kann ich, glaube ich, wirklich machen. Behalte dann Batman in the bag, falls er wieder Apokalypse halt eben mit dabei hat. Was macht Batman denn? Doch, der macht auch so viel Schaden gegen das Excadrill. Muss nur aufpassen, dass er halt eben keinen Sandsturm rausbekommt. Was macht Swiper dann noch? Ich muss ja nicht mal was Dynamaxen. Ich könnte Tobutz Dynamaxen, though. Nee, dann macht der Sinn ihm ja nichts mehr. Könnte ich immer noch Swiper Dynamaxen? Weil der überlebt auf jeden Fall einen Move von Excadrill und so weiter, wenn er in der Dynamax drin steckt. Der überlebt auf jeden Fall auch einen Move von Apokalypse, auf jeden Fall. Da kann ich Swiper immer noch Dynamaxen. Wir machen es einfach mal. Rex, mein Freund. Mal gucken. Das ist ja auch zu geil, Alter. Flinkklaue triggert auch noch. Darf ich auch nicht vergessen, dass er so noch Apokalypse halt eben auch nochmal spielt und so. Da wird die 69 bei mir, aber auf der Karte da aber nochmal irgendwie ganz besonders. Ey, das ist so geil. Die MPBL ist so eine fucking geile Liga. Du hast halt so viel geilen Scheiß, den du hier immer wieder siehst. So, was war Unicron mit Monokuma nochmal? Oh Gott. Also, hab schon bessere Leads irgendwie erlebt, oder? Ja. Was machen wir denn hier?
Also er hat Will-O-Wisp und Konfu-Strahl. Da will ich hier, glaube ich, rausgehen. Was kann ich denn Willown lassen? Wie wär's, wenn ich jetzt hier einfach... Nee. Wenn ich Swiper reingehe, habe ich ein big Problem. Hier drin bleiben ist halt auch irgendwie keine Wahl, weil... Aber wobei, was macht Dark Lariat nochmal gegen das Teil? Das ist doch eigentlich kein schlechter Schaden gewesen, oder? Hab ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Jealous. Das ist ein echt guter Lead übrigens. Das hat er echt gut gemacht. Max Darkness drücke ich nicht, sondern Dark Lariat gemeinsam mit Azelf. Ich könnte ihn rausnehmen tatsächlich. Wenn ich hier Dark Lariat nämlich in ihn reindrücke und ich dann hier auf Psychokinese gehe, dann kann er sogar rausgehen. Nee, Dynamaxen tue ich den nicht. Dann kann er sogar sterben, tatsächlich. Mal gucken, für was er sich entscheidet. Mal gucken, vielleicht... Nee, Flinkklaue würde jetzt triggern. Flinkklaue würde jetzt triggern, wenn Flinkklaue da wäre. Ich glaube, er kann mein... Nee, mein SF kann er ja nicht one-shotten. Haben wir doch vorhin schon gesehen gehabt. Ja, Vidir wird jetzt auch gedynamaxed. Er bringt jetzt halt eben Sandsturm wahrscheinlich raus. Und damit unterstützt er wieder sein Vidir. Und ich kann es nicht wegbekommen, weil ich keinen Sonntag habe. Alter, warum ist Vilje das beste Pokémon bei ihm? Was ist das eigentlich für Bullshit? Warum immer ich und Vilje? Ich raste komplett aus. Ich hasse Vilje. Mein Hass-Pokémon of all time. Mal gucken, wie der defensiv investiert ist. Das killt ihn auf jeden Fall. Kommt jetzt wieder Tastfluch? Nee, es kommt kein Tastfluch. Aber er ist zumindest schon mal down. Ein Pokémon. Huh! Yes! Toads kriegt noch einen Kill. Und er geht jetzt wahrscheinlich auf meinen Toads. Sandsturm kriegt er raus. Einer Brocken, so ist es. Ja. Nee, oh, geht. Nee, weiß ich nicht. Doch, Toads ist das tatsächlich. Okay, das überlebe ich, glaube ich, nicht mit Sandsturm. Nein, das ist mein Turbo's Down, das ist kacke. Das ist mein Turbo's Down, das ist kacke. Und ich bin gelockt in... Aber ich muss raus switchen mit Costoso. Ich kann nicht gelockt bleiben in Dark Lariat. Das bringt mir nichts. Und? Was schickt da rein? Stalobor wahrscheinlich. Da kriege ich auch nichts hart rein. Scheiße, ich kriege das Vilien nicht down. Fulgor. Nein, ich kriege das Vilien nicht down. Oh nee, scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte selber Dynamaxen. Er hat ja kein Pokémon mehr, was mich... Ich kann selber Dynamaxen. Aber ich darf nicht deiner Stahlzacke einsetzen. Könnte ich Spezialverteidigung senken, das ist seiner Pokémon? Ja, weil das... Nee. Das... Ja... Ich glaube, das muss ich so machen. Spezialverteidigung dann senken... Dass man Arcani und so, dass Filia irgendwie down bekommen. Und Psychokinese dann auch auf Fulgor, aber das kriege ich halt nicht raus. Ne, da kann ich auf Monokuma da eingehen. Weil ich glaube, Turbots bringt mir nicht mehr so viel. Ich kann ja nichts hart rein switchen. Oder? Arcani Dynamax wäre vielleicht schlauer gewesen, aber ey, das kann ich nicht machen gegen einen Boden-Pokémon und Gesteins-Pokémon. Weil die Kombination überlebe ich dann nicht. Er drückt deiner Brocken auf mein Arcani plus halt einfach einen Boden-Move von Stalobor und dann ist mein Arcani halt auch down. Da bringt mir das auch nichts, dass ich die Weakness Policy drauf habe. Er ist halt jetzt absolut langsamer, aber nicht langsamer als Vilja eigentlich. Ich muss es halt eingehen, Steinhagel kommt raus. Ja, damit ist auf jeden Fall mein Turbutz halt eben down. Schade. Spedef senke ich aber halt eben wieder von Vilja. Mal gucken, wie viel mir das halt eben bringt. Deiner Dunkel kommt raus. Ja, es macht, ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Wahrscheinlich Hälfte. Ist okay. Jetzt die Frage, was schicke ich raus? Spedef geht runter. Er hat halt Steinhagel. Ich kann mein Arcani rausschicken, um ihn auf minus 1 runterzusetzen. Deiner Flora kommt raus, damit heilt er mich halt eben auch. Guck, wie viel Schaden der mir da macht. Oh, das ist nicht wenig. Was mache ich? Gengar kann ich auch nicht einsetzen. Weil da kommt ein Boden-Move von Excadrill und mein Gengar ist down. Nein. Ich glaube, ich muss in Arcani reingehen, damit er auf minus 1 halt ist. Ja, was soll ich denn sonst machen? Oh nee. Ich glaube, das habe ich verloren. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall auf die Differenz gehen. Am besten so, dass ich noch positiv bleibe insgesamt. Also ich gehe jetzt in Swiper rein. Setze ihn damit auf minus 1. Steinhagel killt mich vielleicht nicht. Vielleicht killt mich das hier. Er ist auf minus 1. Kann ja sein. Ich kenne sein Item immer noch nicht. Deiner Brocken killt mich dafür dann aber danach. Was aber auch okay ist. Deiner Dunkel kommt danach. Ich muss aber trotzdem das auf jeden Fall rausbekommen. Das Teil. Ich gehe jetzt hier auf Flammenwurf, falls ich durchkomme. Die Frage ist, auf Vilje oder auf... Nee, ich wäre schneller, wenn ich ihn rausnehme. Danach kommt deiner Dunkel. Ich mach das so. Scheiße, ich muss irgendwie wegkommen. Steinhagel trifft beide. Jetzt kommt erstmal die Weakness Policy. Hoffentlich kein. Bitte kein Flinch. Bitte nicht. Jetzt wäre ich auf Flammenwurf so gerne auf das Vili gegangen. Und kommt das durch? Ja, es kommt durch, aber ich wäre so gerne auf Vili jetzt gegangen. Scheiße. Nein, das hätte mir so viel mehr gebracht, weil ich bin auf plus 2. Das Vili nimmt mich jetzt nämlich raus. Nein, das war nicht gut.
Vielleicht muss ich gleich. Je nachdem, was sein letztes Pokémon ist. Je nachdem, was sein letztes Pokémon ist. Oder vielleicht greift er auch mein Costoso an. Was macht er jetzt? Nee, macht er niemals, oder? Ein Erdstoß sogar, das geht sowas von auf Arcani. Ja, er boostet sich wieder hoch mit Espedef. Wäre ich auf das Vidi gegangen. Ich glaube, das wäre richtig guter Schaden gewesen. Dass er sich das Espedef wieder hochboostet, ist echt kacke. Okay. Ich muss jetzt, glaube ich, eingehen. Was hat er als letztes Pokémon mit dabei? So, sehr schön. Grassy Terrain, wieder hoch. Was hat er als letztes Pokémon mit dabei? Svilie ist das stärkste Pokémon. Es ist Valraisa holt die meisten Kills von Chatterich gegen mich. Es ist das Svilie holt die meisten Kills gegen mich. Was ist hier los eigentlich mit diesen Drecks-Pokémon? So. Gengar. Skynet ist sein Arktos. Skynet ist sein Arktos. Ich bin immer noch Scarf. In was bin ich jetzt gelockt eigentlich? Ach nee, erstmal noch gar nichts. Deiner Brocken jetzt auf Skynet. Der killt mich mit Air Slash. Oder Hurricane, je nachdem, was er hat. Deiner Brocken. Damit würde ich mir Verteidigung hochholen, das bringt mir nichts. Dann deiner Brocken auf den hier. Was, wenn er eine Pflanzenattacke jetzt gegen mich einsetzt? Oder Hypnose. Seitentausch oder Hypnose? Was gewinnt mir hier das Match? Ich glaube, Eslash killt mich das? Klar, oder? Articuno. Hurricane, drückt er das? Er kann auch Hurricane drücken. Ah, das killt doch mein Beware. Das killt mein Beware. Nein, nein, was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Seitentausch oder Hypnose? Ich glaube, ich drücke Seitentausch. Ich drücke Hypnose. Ich drücke Hypnose. Aber warum nicht auf das Arktos? Das, ah, wobei, er hätte auch keinen Unterschied gemacht. Er geht auf Schutzschild. Ah, bitte, 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 komm durch, 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 bitte, 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 bitte. Ergreift. Delegator? Okay, warte, das breche ich wieder. Moment mal, das breche ich wieder. Damit ist dein Delegator erstmal gebrochen. Ich möchte meine Dynamax-Runde damit ausdauern. Bin ich in Dark Lariat gelockt? Ich habe noch nicht geswitcht, ne? Das hat er so gut gemacht, ich bin in Dark Lariat gelockt. Scheiße, ich bin in Dark Lariat gelockt. Wie lange geht Sandsturm noch? Vielleicht kriege ich ja irgendwie die Spedef-Boost von dem Vix Cradelli-Feeder wieder weg. Pass, oh, pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab einen Plan. Ich glaube, ich kann nicht Steinhagel drücken. Nein, ich bin wieder gelassen. Das hat er so gut gemacht mit Delegator. War denn warte mal. Oder? Ja. Den muss ich wegbekommen, weil der wird mir zu gefährlich. Seitentausch? Seitentausch? Killt Dark Lariat überhaupt? Oder Hypnose. Das ist ein Skynet. Ist das das Richtige, was ich hier gerade tue? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin gerade komplett lost. Schutzschild von Skynet. Nein! Wäre ich einfach auf Hypnose weiter gewesen auf das Vilie. Nein! Scheiße. Was setzt er ein? Ich hab's nicht gesehen. Erdkräfte, damit killt er mich. Er killt mich nicht. Holy shit, er killt mich nicht. Er killt mich nicht. Sandsturm legt sich. Oh mein Gott. Oh. Nein. Ich glaube, jetzt kann ich noch mit dem Crit gewinnen, oder? Wenn er jetzt auf den Double Protect geht. Das kann er wirklich machen, ne? In der Tat. Weil wenn er schläft, dann ist er keine große Gefahr mehr. Gehe ich hier auf Dark Lariat auf ihn hier. Er nimmt jetzt Batman raus. Ich überlege auch Dark Lariat eher auf ihn hier zu gehen und ne, wobei, dann drückt er einfach Schutzschild auf den. Das bringt mir dann ja auch nichts. Ne, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Da drücke ich Dark Lariat. Weil er drückt auch wahrscheinlich jetzt Schutzschild, damit er nicht eingeschläfert wird. Geh dann auf ihn und drück Hypnose weiterhin auf ihn. Ja, komm, so machen wir das jetzt. So machen wir das jetzt. Damit müssen wir, glaube ich, plus minus null sogar stehen, oder? Schutzschild gar nichts. Egal, er müsste jetzt schlafen. Yes, ich treffe. Yes. Er hat, glaube ich, keinen Split-Move gerade irgendwie revealed oder sowas. Von daher, ich sollte ihn auf jeden Fall down kriegen. Das heißt, er gewinnt nur mit Vilie. Nur mit Vilie. Fick mich jetzt schon ab. So, Erdkräfte kommt jetzt wahrscheinlich raus. Nimmt ihn dann halt eben raus. Und das Ding ist, ich glaube, mein Costoso kriegt er nicht klein mit Dark Lariat. Nee, ich glaube, den kriegt er halt eben nicht klein. Dann gehe ich es lieber ein, dass ich das Articuno attackiere und nicht das halt eben eher rausnehme.
Ich glaube, das ist mir lieber. Damit die Differenz auf plus minus null halt eben steht. Bin ich fein mit. Grasfeld ist raus. Ja, da bin ich damit fein. Scheiße, ich kann meine Moves nicht switchen, ne? Das packt mich halt eben ab. Aber dann nehme ich das Articuno jetzt raus. Ja. Das nehme ich dann auf jeden Fall jetzt eher raus. Damit ich halt... Weil, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal 3-0 gewonnen, glaube ich. 2-0 verloren, 1-0 verloren. Plus minus null ist okay. Plus ein Punkt, den ich dazu bekomme. Voll geil. Ich glaube, ich müsste damit 8 Punkte haben. Und müsste damit immer noch auf 2 Differenz in der Tabelle drin sein. Oh, Rex, Alter, was für ein geiles Match das war. Das geile Dark Lariat kommt jetzt raus. Der müsste damit, glaube ich, sogar... Das überlebt er sogar. Und er schläft aber weiterhin. Kann das Video mich rausnehmen? Meteor Beam, hat er... Der hat ja kein Herb da drauf. Aber dann nimmt er mich auf jeden Fall raus. Nevermind. Weil er jetzt auch nochmal aufs Plus 1 Special Attack ist und so weiter. Aber ich nehme das Articuno jetzt erstmal raus. Tschüss, Articuno. Bye, bye. Außer drückt dein Schutzschild. Außer drückt dein Schutzschild und wacht auf. Ja, was machen wir? Nein! Bist du ein Drecksack? Nein! Kennt mich das? Vielleicht überlebe ich das ja sogar. Ey, Combiware, du bist gut. Combiware. Komm schon. Oha. Ey, Double Protect. Komm damit durch. Komm mit Double Protect durch. Come on, mach es. Komm damit durch. Ich hol mir jetzt noch ein Kill, Freundchen. Ich wollte gerade schon wieder, mein Stuhl war schon wieder in Angriffsnähe, sage ich euch. Mein Stuhl war gerade schon richtig fett in Angriffsnähe. Ich war wieder gerade kurz davor, das halt ihn rauszuprügeln. Aber jetzt ist genau das, okay, geil. Boah, ey, was für ein geiles Match das bitte war. Und ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, ich stand jetzt gerade, auf dem Pott war ich jetzt gerade, weil ich pissen musste vor dem Kampflauf. Sonst hätte ich mir richtig in die Hose halt gemacht. Meine Windeln trage ich heute ausnahmsweise mal nicht. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich saß und hab mir so gesagt gehabt, ich mach direkt erstmal meine Taktik. Hoffentlich Lidl mit Excadrill und mit Brokkolos und so weiter. Ich kann meine Taktik machen, gewinne das erste Match und die restlichen beiden kann er mich zerstören. Voll okay. Rex, mega geil, dass du solche Attacken gegen mich spielst. Fucking Hornbohrer, Geofissur, Flinkklaue, Konfusstrahl, Bitterkuss und allen möglichen Nonsens, den ich immer mitbringe und so. Mega geil. Und deswegen hast du auch absolut diesen Sieg verdient, weil sowas appreciate ich richtig hart. Und ich finde das geil, dass Leute sowas machen. Also, meine Damen und Herren, wenn euch das Ganze gefallen hat, ne? Ihr wisst Bescheid, Däumchen würde mich freuen zu supporten. Schaut auf jeden Fall bei Rex vorbei, schaut euch die Sicht von ihm auf jeden Fall an. Mal gucken, was er zu den ganzen geilen Stuff so sagt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.